Eine Insel mitten im stillen Ozean. Tausende Kilometer sind die nächsten Nachbarn entfernt. Die Osterinsel ist damit der vielleicht einsamste Ort der Welt. Ihre Bewohner, die Rapa Nui, feiern jedes Jahr ein Kulturfest und wählen dabei eine Osterinsel-Königin. Die 18-jährige Rosa ist eine der beiden Kandidatinnen. Tapati heißt das Fest in der Sprache der Rapa Nui. Eine Mischung aus Südseekarneval und sportlichen Wettkämpfen. Wir besuchen Rosa zu Hause. Hier hilft der gesamte Familienclan. Für die Auftritte wird genäht und geschneidert, geklebt und geprobt. Rosa soll Osterinselkönigin werden. Darauf wäre vor allem ihre Mutter mächtig stolz. Früher trug man hier zum Beispiel keine Stoffkleidung, sondern Federn, Bast und Strohröcke. Deswegen machen wir das hier. Es ist unser Ziel, das Erbe von Rapa Nui nicht zu verlieren. Wir haben den Ehrgeiz von Rosa, zumindest das traditionelle Bändelspiel zu lernen. Aber die Fingerfertigkeit reicht nicht aus. Ganz schön kompliziert. Ich fühle mich unglaublich wohl hier, denn es ist meine Insel, meine Heimat. Auf dem Festland ist das anders, da kann man ja nicht mehr ausgehen. Hier ist man frei, hier kennen einen alle. Am Abend begeistert Rosa das Publikum und die kritische Jury. Dass die Menschen der Osterinsel zu Polynesien gehören, sieht man ihnen sofort an. Ihre Kultur war beinahe ausgelöscht. Das Fest Tapati soll helfen, die Tradition zu bewahren. Und auch die Sprache, die ebenfalls Rapa Nui heißt. Die einsame Insel ist auch ein unvergleichbar mystischer Ort. Die tonnenschweren Steinfiguren, die Moais, bergen bis heute nicht enthüllte Geheimnisse. Über 600 Statuen stehen oder liegen auf der Insel. Vielleicht stellen sie berühmte Häuptlinge dar oder verehrte Ahnen. Ganz sicher aber sind sie stumme Zeugen einer durch blutige Stammeskriege und Raubbau an der Natur untergegangenen Kultur. Hightech neben jahrhundertealter Geschichte. Deutsche Archäologen und Ingenieure sind dem Rätsel der Moais auf der Spur. Wie wurden sie gebaut und transportiert? Was war ihr eigentlicher Zweck? Für uns ist die Insel auf jeden Fall sehr interessant, weil sich hier wie in einem Mikrokosmos ein Teil menschlicher Geschichte im kürzesten Zeitraum abgespielt hat. Es ist eine Kultur hier entstanden, die innerhalb kürzester Zeit zur Blüte gekommen ist und relativ schnell dann auch wieder ihrem Ende zuneigt. Die Figuren sind in Gefahr. Die Meeresluft frisst am Stein. Deshalb werden die Moais millimetergenau abgetastet und erfasst. Daraus ergeben sich Hinweise für die nötige Restaurierung. Ich bin schon ein bisschen erschüttert darüber, dass der Zustand doch nicht so ist, wie man sich vielleicht das von den Prospekten her vorstellt. Und daher denke ich, ist es dringend Zeit, diese Moais zu dokumentieren. Die Osterinsel ist vulkanischen Ursprungs. Entdeckt wurde sie von einem Holländer am Ostersonntag 1722. Eine Insel, auf der fünfmal mehr Pferde als Menschen leben. Und ein Ort, an dem Kinder eine fast unbegrenzte Freiheit genießen können. Wann immer es geht, reiten Rosas Bruder Italia und sein Freund Dapa am Meer entlang. 12 Jahre sind die beiden alt. Ihre Schule machen sie auf der Insel zu Ende. Und dann wollen sie aufs Festland. Manchmal kommt man nach Hause, pflätzt sich aufs Sofa und schaut fern. Das ist total langweilig. Also hole ich mein Pferd und reite aus. Das macht Spaß. Für Italias große Schwester Rosa geht ein Traum in Erfüllung. Sie ist zur Königin der Osterinsel gewählt worden. Mit Tränen erstickter Stimme bedankt sie sich. Today!
Ich fühle mich unglaublich gut. Ich bin super glücklich. Es ist ein Traum, das bin nicht ich, das ist eine andere. Und dann wird bis zum Morgengrauen gefeiert und getanzt auf dem Tapati-Fest. Einmal im Jahr auf der Osterinsel. Diese Insel ist für viele Fremde mystisch und geheimnisvoll. Auf jeden Fall berührt dieser Ort die Seele. Maururu, vielen Dank und auf Wiedersehen.